Also grundsätzlich erstmal, ich meine, wir haben die Menschen dort gesehen, die haben sehr, sehr viel oder haben den Fußball in Deutschland sehr, sehr geprägt. Deswegen zolle ich da absolut meinen Respekt. 345 Länderspiele zusammen. Ja, unfassbar genial. Mhm. Nur an dem Punkt, wo wir jetzt in Fußball-Deutschland sind, werden wir die Zukunft mit der Vergangenheit retten. Wir sind die Moderne, wir sind eigentlich die Innovation, die Spielfreude und letztlich da halt den richtigen Weg zu finden. Wir reden immer viel über Diversität, wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen. Ja, ich werde alle Spiele der WM 2022 nur bei Magenta TV.